He wants us to join him or turn back. That's the message. I have a message for him. Pretty sure I know what that means. I'll fucking kill him. Hadir! Farah. Hadir! Slow down. He's not here, Farah. He went forward. With the warhead? I'm afraid so. We need to find him. First things first, we need to relay all this to Laswell. And work on a Rexville. I can find us a signal. Good call. Check in when you have comms. Will do. Good luck. You too, Gaz. On you, Commander. We have to stop Hadir from escaping the warhead. He's got enough blood on his hands. We'll need to close some distance. Clear. Diesmal an mir an Fimma, oder wie der Typ heißt. Antifa. Antifa heißt er. Changing mag. Wie viel Damage die auch machen, Alter. Gut, alle sind da, jetzt müssen wir nur warten. Und ich springe, wehe, der springt. Nein, nein, ich springe. Gesundheit. So, jetzt kann ich drücken. Ja. Oh, ich Junge, ich dachte, die kommt da noch ran. Einfach alle gleich runtergefallen hier. Nice. Alter. Mann, warum wackelt denn das immer wieder? Wie ich das so sehe, alle fallen da so runter, Alter. Okay, ich drück nochmal. Wir waren fliegen gegangen, eine Runde. Jetzt. Okay, man muss halt wirklich noch ein bisschen länger warten. Oh Mann. Wieso springt er nicht? Spring doch! Brudi, spring! Ist es? Jump! Jump, Bro! Jump down! Nein, sei nicht AFK! Oh, jetzt spring doch! Jump! Jump! Oh nein, er schießt die ganze Zeit von unten. Ihr könnt jetzt einfach springen. Hier! Warte, ich schreib mal. So, jump. Der traut sich nicht, Alter. Der hat Höhenangst. Ja, jump. No. Der hat Angst, Alter. Jetzt mit Anlauf, come on. Ja, da kann er auch springen. Da kann er auch springen. Er hat sich nicht getraut, Alter. Er hat Höhenangst. Schade. So, oh mein Gott, geht doch weg, Alter. Oh. Nein, bist du runtergefallen? Oh, komm. Ihr seid beide runtergefallen. Warte, warte, ich hol euch. Ich hol euch. Ich schaff das, ich schaff das. Ja, da hinten springt der Lauf mir runter, das verstehe ich nicht. Ich renne einfach durch. Smoke Granate. So, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Geh weg. Okay, das war nicht viel da. Sorry. Aber ich glaube, man kann halt nur zu dritt oder zu zweit durch. Eieiei. Hätte ich eine dritte Person, würde ich die dann nur oder so. I'm pressing the button. Ist das hier schon? Sind mit dieser ersten Passage schon ziemlich am Arsch. Aber er ist schon mal direkt auf den Fahrstuhl gesprungen. Das ist doch mal ein Erfolg. Okay, jetzt springe ich direkt mal auf die Plattform hier. Aua. Warte, ich platziere mal Platten hier. Oh. Jawohl, sieh auf.
12-9 south. Something there. Yeah, what's it? Moving this way. That's a generator. Let's get a switch on. So. Dann rein mal hier. Du musst rüberspringen, komm, Bruder. Ja. Ja, der ist geschafft. Oh mein Gott. Ich kratze hier fast ab. Okay, Herz. Bitte. Ja, nehme ich hier mal einen Schalldämpfer. Das ist zu laut hier. Ich kann mal sogar einen anderen Weg gehen, Alter. Ich hab noch mal Lopez. Gut. Geh durch. Jawohl. So, ich warte mal auf euch. Weil der Fahrstuhl fährt direkt los. Okay, aktiviert. Da kommt er. Ja, ja. Stimme ich mal hier rum. 3, 2, 1. Wow. Das ist knapp. So. Ist ein bisschen spät. Nee, ging eigentlich. Ja, ich meine, der Molotov von mir, der war ein bisschen schwer. So, hier müssen wir stehen bleiben. Oder hier bleibt der Fahrstuhl stehen. Auf der anderen Seite ist so eine Kettensäge. Warte, ich hole die mal. Die brauchen wir nämlich. So. Jetzt müssen wir wieder rüber. Okay. Oh, fast bin ich wieder runtergefallen. Scheiße, Mann. Gut. Jetzt muss ich hier diese Tür aufsägen. Du musst mich beschützen. Weil ich bin fast tot. Und Tür ist offen. Mit dieser Kettensäge rumfummeln. Gott, ich säge mal hier ein bisschen. Die kommen nur vorne, alles gut. Die kommen nur vorne. Tür ist offen. Okay, ich aktiviere jetzt. Wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen. Aber schnell. Okay. Ganz schnell. Oh, geh weg. Nein, als ob der mich gekillt hat. Oh mein Gott. Nein. Okay, ich verschwende mal nicht den Self-Revive. Will noch den Fahrstuhl kriegen? Ich weiß es nicht. Also, ist schon abgekratzt, Alter. Scheiße, Mann. Nee. Soll ich probieren? Obwohl, nee, der ist viel zu tief. Aber man kann hier an die Seite runter. Kann man ja mal. Also, ich hab Revive Gun, aber weiß nicht, ob das funktionieren würde. Geh mal hier an der Seite lang. Oh mein Gott. Also, man hier schon stirbt, wenn man hier runter ist. Warte kurz. Okay, er hat's überlebt. Nur hinter dir, Rudi, guck doch erstmal hinter dir. Scheiße, Digga. Hier, du hast es noch geschafft. Bitteschön! Jawohl! Gut gemacht. So, kommen wir hier noch weiter runter? Weil du kannst ja nichts machen, weil wenn du jetzt stirbst, dann. Oh mein Gott, ich bin so. Wieso springt da runter, Junge? Was sorry! Ich spring halt einfach. Oh mein Gott. Warte, ich kann nicht auf den Sprung. Oh, scheiße, ja.
Ich war ein bisschen zu hoch. Lebt er noch? Oh, er lebt noch. Oh mein Gott, wie hat er das überlebt? Er lebt einfach. Nein, spring schon. No. Too high. Alter, also, wie will er denn jetzt runterkommen? Das sieht schwer aus. Obwohl, er könnte eins runter. Unter ihnen ist gleich eine Person. Ja. Könnt ihr vielleicht ausprobieren? Wahrscheinlich, ja. Oder die da, die zwei. Ja, aber die ist aber auch zu hoch. Genau, ja, stimmt, die ist genauso hoch wie der Fahrstuhl. Scheiße, Mann. Aber hoffentlich hat es gespeichert. Hoffentlich. Und wie sieht's aus? Komm schon. Jawohl. Ja, Mann. Ehrenmann. Howard, come. Get to the elevator. So, ja, zurück. Oh, Gegner kommen. Okay, ich gehe direkt schon mal auf den Fahrstuhl. Gott, bin sicher. Also, kann ich heilen. Bitte kill mich nicht. Oh. Okay, heile mal. Ja. Scheiße, der war so close. Ja, aber diesmal haben wir's. Oh mein Gott, ich lebe. Nice. Na, endlich diese Passage. Endlich geschafft. Eine halbe Ewigkeit gedauert. Okay, Vorsicht, hier sind jetzt Fallen. Folgt mir einfach hier jetzt auf den Berg rauf, auf diesen kleinen Hügel. Jetzt hier ein bisschen ducken. Und hier wieder. Oh mein Gott. Hat sich nicht geduckt. Ja, also im echten Leben wäre er jetzt komplett tot. Also Landminen? Dann ist Landminen? Nee, das sind so Strippen. Ah, ja, so Seile, okay. Ich muss wechseln und Spaß kosten. Und sehe ich das besser. Da geht's nicht lang. Hallo? Antifa? Hey. Not there. Ja. Gut. Er hat's gefunden. What is that sound? So. Hier können wir gleich mal den Wagen schieben, denn wir müssen dort rauf, auf das Fenster. So, darauf. Ah, okay, kommst schon rüber. Hab dich. Dankeschön. Kein Problem. Aber jetzt wird's nochmal richtig kritisch. Jetzt kommen richtig viele Gegner. Ich kann dir empfehlen, ein Schild mitzunehmen oder generell gepanzerte Kleidung, also so sei Asshole. Und dann kannst du eigentlich nur durchsprinten und wenn du bei so einem Knopf bist oder bei so einem Hebel, dann drück den schnell und wenn du noch lebst, dann hast du einen Checkpoint, weil dann hat es gespeichert. Also eigentlich kann man da schnell durchwaschen, aber da sind sehr viele Gegner. Wieso hat der Typ einen Raketenwerfer? Nimm ein Schild mit. Okay, ja, alles gut. Ah, ich hätte ja auch ein Schild mitnehmen sollen, ich blöd, Mann. Das fällt mir erst jetzt an. Na gut, aber ich schaff das schon. Am besten ich nehme eine leichte Waffe, damit ich gleich schneller sprinten kann. Hat sie da runtergesprungen oder was? Ja. Genau, dann. Ah, okay. So. 3, 2, 1. Und durchrennen. Einfach dort lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird so anstrengend. Ich bin fast da. Scheiße, Digga. Dahinter. Ja,
Hauptsache, ich komme da dran. Oh mein Gott, das wird zu knapp. Schnell, drück den Knopf, drück den Knopf. Oh, das ist jetzt gezählt? Ich hoffe, es hat jetzt gezählt. Ja, ja, es hat gespeichert. Geil. Es müsste jetzt gespeichert haben. Ja. Jawohl. Nice, meine Taktik hat geklappt. So. Soll ich dir das hier nochmal erklären? Darf ich dir das erklären? Ja, sicher. Also, hier hast du jetzt mehrere Terminals überall in diesem Raum verteilt. Und da steht immer so eine fette Nummer. Also hier steht zum Beispiel eine 8, da eine 9 und dort hinten eine 7. Also hier eine 7, da eine 8, eine 9. Und wir bekommen einen Code. Ich kann mal hier direkt draufdrücken, weil da createt der einen Code. Genau, und da siehst du die Zahlen. Und immer wenn wir jetzt diejenige Zahl brauchen, drücken wir hier auf diejenige, auf dasjenige Terminal der Zahl. Also wenn jetzt 8 wäre, dann müssten wir jetzt hier 8 drücken. Und wir müssen uns jetzt halt einfach aufteilen, damit jeder eine Nummer nimmt. Zum Beispiel, ich könnte die 9, 8, 7 nehmen. Also machen. Ich mache die 9, 8, 7. Und dann habe ich schon mal die drei Zahlen gesichert. Weil die erste Zahl ist zum Beispiel eine 0. Und dann kommt direkt die 2. Okay, dann. Warte mal. Ich frag mal Antifa, welche Nummer er denn nimmt. Ich könnte jetzt 0, 6 und 5, weil die sind dann ganz vorne, also vor mir sozusagen. Neben dir müsste ja eigentlich auch direkt die 2 sein. Am besten du wartest immer, wenn du eine Nummer ausgewählt hast, und dann wartest du, bis der Countdown so fast vorbei ist, und dann drückst du. Damit wir genug Zeit haben, uns zu bewegen. Okay. Nein, der Typ drückt irgendwelche Tasten. Und tiefer. What numbers do you choose? What numbers? Say, what numbers do you choose? Two. Nein, nicht die 2. Oh mein Gott, wie erklären wir das jetzt denen? Oh, hat das something? Ah, okay, er hat es jetzt verstanden, glaube ich. Jetzt brauchen wir die 2. Ja, ich hab die 0 gemacht. Ach nee, du hast die 0. Ja, jetzt brauchen wir die 2. 0, 2, 4, genau. Ich schreibe einfach mal ihn wieder. Genau, jetzt schnell die 2. Die 2 müsste in der Nähe von dir sein. Hm. Weißt du was, ich geh gerade direkt einfach hin. Ja. Ich komme nicht rechtzeitig hin, Digga, so. Warte mal, ich schreibe dir mal kurz. That didn't work. Mal gucken, ob der das jetzt versteht. Nein, er drückt irgendwelche Tasten. Der Coach ist ja vor seiner Nase, Digga. Wieso drückt er immer noch falsch? Ich weiß auch nicht. Und die Zahlen stehen ja hier so fett drauf. Zero. Jetzt hat er Zero genommen. Mit der 2. Oh, die 4. Die ist da hinten, Digga, aber ich komme nicht hin, so. Wie will ich denn rechtzeitig zu 4 kommen, Digga? Antifa, what numbers do you choose? Please say. Okay.
2, 4. Wieso drückt der denn, Digga? Oh, was, warum drückt er jetzt irgendeine random Zahl, Alter? Weil ihr müsst vor allem warten. Weil wenn ihr eine Nummer nimmt, direkt mal warten, bis ihr zur nächsten geht. Hab viel zu wenig Zeit, Digga. Du hörst ja, wenn das so dü geht und wenn das richtig schnell geht, dann solltest du drücken. Ja, aber ich komme ja nicht mal rechtzeitig zu der Zahl hin, weißt du, wie ich meine. Okay. Na bitte, warum drückt ihr jetzt 1? Ist der blöd? Warte, ich schreibe für ihn den Code, warte. 2, 4, 9, 5, 7. Wer ist denn am nächsten bei der 2? Okay. Jetzt die 4, schnell. Ihr müsst euch irgendwie da aufdrehen. Ja, wir müssen uns aufteilen, das geht so nicht. Start it again. We need that door open. Ich komme nicht rechtzeitig zu 4 hin, weil hier so viele Dings sind. Zero. Viele Hindernisse. Nicht immer direkt drücken. Wieso hat der gedrückt? Ich weiß auch nicht, was er unten tut. Hä? Wieso drückt der? Warum drückt der irgendeine random Zahl? Nicht immer direkt drücken. Ja, zwar, ich kann nicht rennen, Digga, es geht nicht. Ich kann, wenn schon die 4, die 3, aber die 2 von der 4 ist zu weit weg. Warte, soll ich zur Zero gehen, warte? Ich kann von der 2 am besten zu 3, aber von der 2 zu 4 kann ich nicht. Am besten, ich gehe zu 0. Ja. Nein, du sollst zu 9. Na toll, wo ist die 4? Ach, die ist dort hinten. Ja, jetzt weiß ich, wo die ist. Ja, eben deswegen sage ich ja, ich komme da nicht rechtzeitig hin, Digga. Die ist dort. Genau. Okay, Antifa geht jetzt zu 9. Ich fang an, okay, warte. Ich will noch nicht aktivieren, wenn der Timer läuft. Erst wenn es so richtig schnell dü macht, okay. 3, 2, 1. Okay, jetzt, ich geh jetzt schnell zu 2. Wo ist die 2? Die ist ja dort hinten. Okay. Jetzt geht Antifa jetzt dorthin, oder was? Was macht der denn? Oder nee, wir machen es mal anders. Also wir müssen direkt zur 4. Dann gehe ich 0, 4 und 5. Dann kannst du zum Beispiel die 3 machen. Die 1. Ja, und das war's eigentlich. Kann der Typ aufhören, irgendwelche Tasten zu drücken? Ja, und dann machst du vielleicht noch die 0, wenn du dort noch rankommst.
so ich bin am nächsten dran jetzt bei der 2. Okay. Ich gehe dann direkt zu 4. 3, 2, 1. 0. Ich hab grad gedrückt. Ich dachte schon. So, die 2. Antifa, hör auf, wo rumzulaufen. Nein, geh dort hinter. Antifa. Dort. Richtig, jetzt hat er wieder gedrückt. Ja, ich komm nicht ran. Kommst du nicht rechtzeitig hin? Nee. Na, weil der einfach gedrückt hat. Die verbleibt da in der 9. 3, 2, 1. Hast du jetzt schon direkt gedrückt? Ja, leider. Ja. Nee, du musst warten. Dann komm ich ran. Ja, aber das geht viel zu schnell. Wie willst du dich da rechtzeitig bewegen, ne? Ja, das Ding ist, es müssen sich halt alle so gut wie möglich aufteilen. Ja, unmöglich, Digga. Wenn der eine nicht redet. Danke fürs Sein. Ja, tiefer dort jetzt hin. Und steh doch jetzt nicht so blöd rum dort. Ah, ja, okay, ich drück jetzt. Next system, go. Jetzt kannst du drücken. Okay, ja, ich bin jetzt dran. Kommt die 9, hoffentlich ist er nah dran. Warum macht der denn nicht 9? Der steht doch dort. Bruder, ich hab in den Chat geschrieben. Und trotzdem macht er es nicht. Nein. That didn't work. Ja, jetzt nicht. Okay, 3, 2, 1. Nein. Scratch that. Ist der blöd. Oh Mann. Moin. Was geht? Och Mann. Junge. Also, was ist denn das? Aggression. Ja, ich auch, Alter. Was ist denn das? Digga, ich frag euch meinen Freund, Digga. Der redet wenigstens Englisch, aber. Alter. Mach dein scheiß Mikro an. Ah, Antifa. Antifa, did you hear me? Go to the 9, please. We have to start over. Oh my god. Ich kill gleich jemanden, Digga. Ich box ihn, Alter. We have to start again. Oh, ich kann oh. Die 2 machen, ich kann. Sorry. Ich kann die 3 machen, ich kann eventuell die 4 oder die 5. Aber ich bin nicht schnell genug. Ich wollte ja erst die 9, die 8 und die 7 machen, aber weil dieser Antifa da irgendwie immer die ganze Zeit hin und her läuft, kann ich da irgendwie gar nichts machen. Ja, Digga. Antifa, wo gehst du jetzt hin? Oder was macht er denn? Nein, das ist die 8. Nee, okay, das war doch die 9. Aber jetzt ist kein Code. Du musst erstmal einen Code noch machen. Warte mal. Stimmt, jetzt bekommen wir einen neuen Code. Das ist blöd. Also Leute, ihr merkt gerade,
struggle ziemlich hart. Okay, wir starten mit der 8. Diesmal starten wir mit der 8. Die 0, die 2, die 6, die 7, 1, 9, 5, 3, 4. Give the terminals a go. Oh, Digga. Ich schreibe denen das jetzt für den Vollidioten auf. Ich mach die 9, die 8 und die 7. Ich kann 1, 2 und 3, glaube ich, machen. Ich schreibe jetzt extra einen Caps. Zeit, dahin zu gehen. Ja, da kann man ja immer warten, bis der Timer. Kann man immer warten. So. Kann der jetzt bitte in den Chat schreiben, welche Nummern der jetzt macht? Wenn er schon nichts sagt, dann soll er bitte schreiben. Das ist scheiße, es gibt Leute, die spielen Raids und dann machen die nicht ein Mikrofon oder die schreiben nicht in den Chat. Wissen die nicht, was ein Raid ist? Ich drück mal, vielleicht steht macht er das jetzt. Communication, Digga. Ja, Alter. Steht ja extra fett gedruckt. Junge. Okay. Vor allem hat man sich nicht davor informiert oder so. Soll ich einfach mal drücken? Ich schlag dir in die Fresse, Digga. Ja, mach mal. Der macht jetzt bestimmt ganz schnell. Ja, er hat direkt die 0 gemacht. 6, 6, 6. Ja, zu 6 komme ich nicht so schnell hin. Und er bewegt sich nicht mal. Er bleibt da drin. Ich bewege mich mit Absicht nicht, weil ich es nicht hin kann. Ich kann die 2 machen, ich kann die 3 und ich kann die 1 machen. Okay, also 1, 2 und 3 könntest du machen. Er könnte halt die 0, ja, die 6 und vielleicht noch die 5 machen. Okay, ich mach nochmal. Er aktiviert auch direkt. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Ja, vielleicht geht er jetzt schnell zu 6. Pudi, geh schnell zu 6. Okay, ich geh mal schnell zu 7. Pudi, er weiß nicht, wo die 6 ist. Ich geh zu 1. Okay. We're out of time. We have to start again. Jetzt muss er wieder zurückgehen. Und schon geh zurück. Bleibt er da wirklich stehen? Ach, jetzt ist ihm aufgefallen, dass er zurücklaufen muss. Viel zu spät. Ich gebe euch wenigstens Zeit, oder? Okay. Jetzt drück, Antifa. Kann jetzt zu 1 laufen. Okay, er hat gedrückt. Jetzt muss er zu 7 und dann kann ich die 1 drücken. 7. Boah, ich muss schnell zu 9. Kann dann zu 3 laufen. Warte. Okay. Er muss zu 5. Ich gehe zu 3. Nein, get to the next one. Okay, er hat direkt gedrückt. 3. Go, go! Er kann eine 4 machen. Four. Okay. Jetzt? Nein. Neun. Oh. Dann wieder 0. 8, 2. Warum hat er nicht gedrückt? Ich hab ihn ja fast. Oh. Okay, wir hatten es fast wirklich. Okay. Und los. Hat er es jetzt kapiert? Sieht so aus.
Der hat viel zu schnell gedrückt, oder? Ich lasse euch immer Zeit. Nee, ich glaube, jetzt hat's kapiert. Ich glaube auch. So, jetzt schnell zu 9. Ich bin bei der 1, dann gehe ich zu der 3. Nein, get to the next one. 5. Move! 5. Ich hab den schon mal geschrieben, dass er 2. 3. Hit the next terminal. Okay. Nein. Okay, ich muss doch schnell zu 8. Nein, wieso kommt er nicht zu 0? Kommst du zu 0 ran? Nee, das war zu weit. Ich hätte es auch nicht geschafft. Okay. 3, 2, 1. Drückt aber auch direkt. Warum drückt er ihn direkt? Ich brauche 5, dann kann ich 3 holen, dann gehe ich direkt zu 0. 5. Wieso geht denn er jetzt nicht zu 4? Hä? Wo denn? Der geht ja immer zu 4. Ich bin extra nicht zu 4, weil der immer 4 gegangen ist. Hä? Oh, vielleicht hätte ich es schreiben sollen. Weil ich dachte, der wusste das direkt. Nee, weil... Der geht immer zu 4. Ich bin mit Absicht nicht zu 4 gegangen. Hä? Na, am besten ich schreib's nicht mal. Also du gehst zu 5, okay. Nee, ich geh immer so. Ich fange an bei der 0, dann gehe ich direkt zu der 2. Dann gehe ich zur 1, dann gehe ich zu der 3. Zu der 4 gehe ich nicht, weil der immer 4 gegangen ist. Ah, okay. Dann bin ich wieder zu der 2 gegangen. Okay, ja, okay. Dann machen wir das so. Ich schreibe den einfach dann. 8. Next system, go. Zero. Eigentlich hat er sich ein bisschen Zeit gelassen. Okay, er ist bei der 6. 6. Seven. Next one, move. One. Soll ich ihn schreiben? Okay, er hat direkt gemacht. Lass dich schon zurück. Three. Next terminal. Hit it. Jetzt ist schon wieder niemand bei der 4. Jetzt muss ich wieder hin. 4. 4. 9. Warum kommt jetzt 9? Ich geh zu 2. 9. Get to the next one. Okay, er hat direkt. Was kommt 8. jetzt? 8, 8, ich komm. 8. Okay. Dann liegt 2 und dann 7. 8. Warte, ich geh zu 7. Ich lasse euch 2. Ja, ja. Bruder, Antifa, du kommst nicht ran. Jawohl, wir haben's. Ja.
Meine Fresse, hat das lange gedauert. Let's go. Jawoll. Na, endlich. Gott, wir müssen sehen. Das war der schwerste Teil auch. Obwohl, dann kommt noch so. Nee, dann kommt noch einen schweren Part, aber das haben wir schon mal. Das haben wir. Jetzt müsst ihr nur noch auf mich warten. Dann tiefer warte doch mal, Alter. Der ist so ungeduldig, der rennt direkt weiter. Ich habe Knochen drin, das kann nicht warten. Ja, jetzt kommen erstmal noch mal 100 Gegner. Hier gibt's eigentlich noch. Genau, Minen. C4 kannst du hier noch mitnehmen. Am besten. Nee, ich wollte eigentlich wechseln, weil ich habe immer noch dieses scheiß Schild. Ja, am besten du nutzt das. Ich platziere einfach mal ein paar C4s an die Türen, weil die kommen dort. Kann ich eigentlich noch mehr von diesen Dings mitnehmen? Ja, okay. So, da mache ich nochmal ein bisschen C4 ran. Okay, jetzt müsste das eigentlich passen. Dann machen wir mal. Nochmal voll. Okay. 3, also jetzt, wenn wir alle dort reingehen, kommen die Gegner. Okay, ich mach mal hier nochmal Armorbox, falls jemand da einen braucht. Okay, warte, gleich kommen die raus. 3, 2, 1. Oh mein Gott, ich hab 5 Kills auf einmal gemacht. Antifa, nein, nicht sterben. Guck mal nicht um die Gegner. Oh, boah, war das knapp. Ich hab nur ein SMG, das geht nicht so einfach. Hier hinten ist eigentlich safe. Da ist Juggernaut. Ja. Juggernaut ist down. Warte, ich komm zu dir. Mach nicht so stehen. Nein, der andere ist auch tot. Okay, ich hab dich. Alles gut, mach ich. Ich hab Medic. Ja, bei dir dauert das nicht so lange. Ja. Was ist denn da noch? Okay, clear. Hau unbedingt meine Waffe wieder. Ah, endlich. Alle weg. Okay, wir müssen hier hinter. Ich nehme mal. Warte kurz. Ich kann es auch hier durch die Fenster gehen. Geht perfekt. Ich wollte gerade nur eine andere Waffe nehmen. Ja, geht schon. Jetzt müssen wir ja eh nicht kämpfen, jetzt kommt wieder Parkour. Ach Mann. Hadir ist nur ein Terrorist. Er hat ihm das. Ah, hier haben wir wieder einen gelben Wagen. Den müssen wir wieder mitschieben. Junge, ich passe nicht durch, Alter. Ferber, bist du zu fett oder was? Ja, anscheinend schon. Junge, die kommt nicht in so einen riesigen Gang durch. So. Gut. Jetzt muss einer in die andere Seite. Jemand muss zur anderen Seite. Warte, ich zeig dir, wohin du hingehen musst. Hier, dann kannst du hier durchgehen. Der andere muss jetzt hier durchgehen. Uli, du kannst hier durch. Ja? Jawohl, er hat den Weg gefunden, oder? Die dort. Na? Jawohl, er hat's gefunden. Gut. So, jetzt positionieren wir ihn hier noch. Dann können wir hier raufklettern. Auf das Rohr hier. Jawohl. Was macht er denn wieder als bei der Tür, Digga? Hä? Hey? Ich dachte, er ist durchgekommen. Was macht er denn dort? Bruder! Check's also nicht mehr. Ah, da ist er, ja. Jetzt ist er darüber. Oh meine Güte. Hier durch. Ja, Leute. Was wird denn das hier?
Na, endlich hat das kapiert. So, warten, da kommt Feuer. Wenn wir nicht den Hintern verbrennen. So, und hier sind Fallen. Oh. Was macht der andere eigentlich da die ganze Zeit? Sag mal, will der irgendwelche Secrets da finden? Wo die? Dort. Junge, ich muss den jetzt wirklich dorthin führen. Ist der eigentlich auf den Kopf gefallen? Junge, der ist ja schon fünfmal lang gelaufen und er kommt nicht dort lang. Ui. Ja, ich würde den so gerne töten. So, hier rauf. Nein, ich gehe amateurhaft von denen. Genau, jetzt hier rauf. Ja, na endlich hat das mal gefunden. Aber jetzt musst du aufpassen, da sind sehr viele Fallen, also solche Stolperfallen. Das ist auch so klar, dass er davon stirbt. Bruder, Junge, das ist auch so klar. Ja. Gestorben, das ist Antifa. Warum wartet der denn jetzt nochmal? Komm schon. Ja, jawohl. Na endlich. So, hier auf diese Plattform. Ich mach mal vor. Und hab's geschafft. Okay, ich hab's noch nicht geschafft. Scheiße. Nein, ich bin daran vorbeigesprungen. Kacke. Komm, muss ich hochziehen wieder mal. Ich hab's geschafft. Ich fall runter. Bruder, es wird immer peinlicher von mich. Am Anfang war das auch schon so. Es geht weiter. Es geht weiter. Oh mein Gott. Am Anfang war das auch so. Ich dachte so, ich schaffe diesen Abschnitt, wo du einen Sack auf dem Kopf hast, alleine. Nö, fünfmal gestorben. Nö, das hab ich auch nicht geschafft. Ja, fünfmal gestorben. Ich bin nicht runtergefallen. Nein, ich bin nicht runtergefallen. Tschüss, ich geh gleich, Alter. Junge. Bruder. Was ist denn das jetzt? Ich sag, ich kann das und dann kann ich es auf einmal nicht. Dann sag auch, du kannst es nicht und dann kannst du es. Ich kann das nicht. Okay, du gehst vor. Ich glaube, du hast gesehen, wo lang. Ich glaube schon nicht. Junge, eigentlich wärst du schon längst tot. Warte, ich markiere für dich. Da. Okay. Scheiße, Mann! Oh Mann! Digga, er ist zu fett, er kann nicht springen! Ey, beleidige nicht meinen Captain Price, ey! Mein Bad Boy! So spiele ich eigentlich mit Farrah immer. Ich quitt gleich, Alter! Bruder! Oh Junge. So. Aber jetzt. Warte, du musst dorthin. Wo? Er ist schon wieder gestorben. Wie komm ich denn da hin? Na, warte, ich versuche den Typen zu heilen. Wenn ich jetzt auf diese Falle springe, dann ist gewesen. Okay, ich hab's, glaube ich. Okay. Na, zum Glück. Ich hab's. Oh, das war so knapp. Ich hab's. Ja, Mann, ich bin krass. Ich hab als erstes geschafft. Spring dort. Okay, dann springt er halt dort. Okay, achso, da kann man auch springen. Mhm. Wow. Nein, er hat's nicht geschafft. Der hätte dort hochspringen sollen, Digga. Jetzt müssen wir noch den Rekruten hier durchführen. Digga, ich hab es doch. Und ich auch, ich war diesmal nicht dumm.
Aber jetzt gehe ich mal vor. Jetzt bin ich runtergefallen. Slow and steady. Jawohl, ich hab's geschafft. Das war knapp, Alter. Oh. Ich geh als letztes mit. Antifa, Antifa, verkack es nicht. Da, Antifa, spring dort auf. Ja, oder dort. Ich bin auf diese Plätze gesprungen, dann da hoch. Oh mein Gott, das... Dorthin, dorthin. Nein! Du willst du mich verarschen? Ich... Oh, Digga, ey. Nee, wie kann man so dumm sein, wirklich? Oh, Mann. Ich schieß sogar auch hin. Von dort, wo gestanden ist, er springt. Nee. Oh. Ich markiere noch die ganze Zeit die Plattformen. Er springt ganz woanders hin. There's an opening. Is that traps? Hab dann doch mehr, du weißt, nervt. Ja, komm. Das dritte Mal musst du es auch schaffen. Komm, lass ihn mal vor. Dorthin. Oder spring halt dorthin. Ist der eigentlich... Oh, Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Ich spring doch extra noch vor. Ich spring extra noch vor. Er springt extra auf die Fallen. Der macht das irgendwie mit Absicht, glaube ich, langsam. Ich box den wirklich. Warum hat er nicht Mikro an? Ein Mensch kann nicht so unfähig sein. Junge, welches Level ist der? Sehe ich nicht. Doch, der ist Level 119. Wie kann man mit Level 119 so schlecht sein? Frag mich nicht. Junge, das ist einfach nur Jump and Run und wir schaffen das nicht. Es ist easy, ich hab's ja vorhin geschafft, aber ne? Ja, schon fünfmal. Es ist ein Opening. Es ist ein Trap. Wow! Wow! Alter, ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich hab mich noch gerettet. Nein, Antifa! Mann, Antifa! Ich weiß nicht, was deine Falle ist. Sieht ihr das nicht? Junge... Erst beim 10. Mal schafft er es wahrscheinlich. Wieso sieht er es nicht? Wieso sieht er nicht das? Ich spring extra vor, ich warte sogar noch. Nee, ich springe noch weiter. Oh, Antifa. Der sieht aber auch gar nichts, echt. Antifa, Royal, you're so stupid. Der hat bestimmt seinen Bildschirm auf Helligkeit 0, damit er gar nichts sieht. Definitiv. Ich bin convinced. Oh, scheiße, jetzt war ich unfähig. Jetzt war ich unfähig. Nee, das war ich. Ich war... Fast drauf, aber dann bin ich abgerutscht. Ach Junge, komm hin. Sorry. Spaß, Mann. Bei mir ist es noch peinlicher. Ich hab das alles schon durchgemacht. Ich hab das noch nie gespielt, ich bin 20 Mal besser. Ist Antifa, bist du... Bro. Der ist Level 119, das sag ich nochmal. Der hat bestimmt nur Multiplayer gezockt. Ja, ja, Antifa, spring dorthin. Genau, nein, nicht dort. Warum hab ich da markiert? Dort. Antifa, spring. Los. Ja, er hat's geschafft. Na, endlich. Komm, jetzt verkack's nicht. Oh. Na, endlich. Ich bin nicht Antifa. Ich bin nicht Antifa. Ich bin doch nicht Antifa, ich schaff das doch immer. Ja, nee, wirklich. Jetzt wirklich. Aber keiner kann so schlecht sein wie Antifa. Ja. Tut mir leid, Antifa, das will ich jetzt so flamen. Der geht bestimmt gleich raus, der hasst uns jetzt. Hä, ich sag doch nur ehrlich, sorry, aber geht so nicht weiter. Junge. Psch. Mach Takedown. Nein, nicht. Psch. Weg mit euch. Jawohl. Okay, jetzt wird's nochmal komplizierter. Antifa, bitte hör zu. Oh nein, jetzt habe ich Angst, dass Antifa wieder nichts weiß und so dumm ist. Erstmal clearen. Antifa, kommt der überhaupt noch raus? Hallo? Na, endlich. Der kam nicht aus dem Wasser. Okay. Ich
habe ich extrem viel. Erstmal müssen wir hier die Tür hier öffnen. Einer kann mal hier den gelben Wagen rausholen. Antifa, wo bist du? Wo ist er dort hinten? Ich komme. Nimm mal dann den Wagen, den gelben. Den da. Ich sperre den gleich ein. Ich sperre Antifa gleich ein. Wenn du gleich draußen bist, ich schmeiß den. Junge, ich sperre den ein. Ach, schade, schade. Ach, Mann. Da musst du hin. Nein, ich verarsche. Ich lass mich doch nicht verarschen. Weißt du, was ich mich frage? Ich frag mich, wie der das schafft, seinen Hut anzubehalten, auch wenn er im Schwimmen ist. Ich weiß auch nicht. So, jetzt hier. Okay. Zwei müssen hier die Ventile drehen. Genau, zwei müssen die Ventile drehen. Einer muss hier aufpassen, ob alle Ventile passen. Und die leuchten dann grün. Okay. Antifas hat gerade grün geleuchtet. Jetzt leuchtet es wieder grün. Ja, ja, der ist passend. Antifa, no, no, no. Not. Don't push. Don't push. Antifa. Antifa, don't push. Du musst auch pushen. Alter, Antifa. Ja, drück halt irgendwelche Tasten. Ist halt blöd. So, ihr müsst beide nämlich pushen. Push, push, push. Antifa, push. Antifa. Gebären, Digga. Ja, das wird doch wieder was. Ja, Antifa ist grün. Nein, Antifa, not. Don't push. Antifa, okay, deins ist grün. Du bist im grünen Bereich. Nein, nein, du darfst nicht aufhören. Don't stop. Antifa, stop. Antifa, stop. Antifa. Changing mag. Oh nein. Hör auf, Antifa. Stop. Stop, Antifa. Bruder, deins ist grün, aber Antifas ist die ganze Zeit rot. Antifa, stop! Alter, will der mich verarschen? Ja, drück halt einfach. Okay, Antifa geht dahin. Nee, Antifa geht dorthin, weil das geht eigentlich recht einfach. Push, 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 push. Na, der muss eigentlich nur gedrückt halten. Nee, du kannst weitermachen, ich sag Bescheid. Du siehst das sogar von hier aus. Nicht so gut, aber... ein bisschen. Okay, und... jawohl, beide grün. Ich drück. Okay, es hat funktioniert. Ja, gut. Jawohl. Oh, Vorsicht, Gegner. Gegner von unten. Ah, von unten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Erstmal Gegner klären. Ach, ich bin gestorben. Okay, wir brauchen erstmal den Wagen wieder. Ich hole den mal. Ihr könnt mal. Alter, was war das gerade für ein übelster krasser Leck? Ich schieb weiter in den Wagen. Gas. Was? Gas kommt? Oh, schnell! Gas kommt. Unter das Wasser. Unter das Wasser. Bruder, Antifa. Ist der blöd? Unter das Wasser. Oh mein Gott, das war knapp. Ich dachte, das kommt nur in der Veteranenversion. Und jetzt? Na, wenn das Gas vorbei ist, okay, dann wieder hoch. Ja, jetzt vorbei. Okay. Jetzt können wir weitermachen. So, komm, schieb, schieb, schieb. Warum klemmt denn das jetzt hier? Hört mal auf, die ganze Zeit drauf zu stehen. Antifa! Macht die ganze Mission kaputt. Ich boxe ihn einfach einmal ab. Oh, jetzt ist er da hinten. Ja, ganz alleine. Ja, ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Oh, da beschießt mich wegen. Dort auf das rote Ventil. Okay. Also, einer muss jetzt dort oben gucken, ob die Ventile. Oh, du bist. Oh mein Gott. Ob die Ventile grün sind.
keine Zeit für Wald mehr. Soll ich oben gehen? Oder guckst du, ob die Ventile passen? Ich kann gucken, wenn du willst. Gut, dann mach ich das Rote. Ich muss erstmal für Antifa markieren. Weil sonst checkt er das wieder nicht. Junge, Antifa dort. Geh weg! Antifa dort! Weg mit dir, Digga! Weg! Und der jetzt die ganze Zeit diese Knöpfe. Bruder! Hör auf, die Knöpfe da zu drücken! Okay, er bewegt sich. Verdammte Scheiße, Digga. So ein Film. Ich sag euch, wenn es stimmt. Nee, ich mach bei. Okay, er soll rot machen. Weil rot ist für ihn, glaube ich, ein bisschen einfacher zu sehen. Weil das gelbe Ventil ist unter dem Wasser. Junge, markier doch bitte. Ich brauch ein paar Platten noch kurz. Ja, die liegen dort. Da ist so eine Plattenkiste. Ja, das macht. Die war dort. Oh, jetzt ist er ein Schildtyp. Ja, ja. Ja, er bewegt sich. Ich kann nur 6, hä? Vorhin konnte ich mehr mitnehmen. Okay. Bist du gerade am Drehen? Ja, nee, okay, ich mache gerade das Gelbe. Okay, alles gut. Aber weiter drehen. Sag euch dann. Okay, stopp. Hat's geklappt? Oh, es hat direkt geklappt. Glaube. Ja, siehst du. Jawohl, gut. Gut gemacht. Ist hier vorbei. Bitteschön. Er pusht einfach weiter. Stop pushing! Digga! Er macht einfach weiter. Okay, jetzt müssen wir da rauf. Scheiße, ich hab meine Waffe weggemacht. Oh mein Gott. Ja, du kannst auch nicht deine Waffe wechseln, ist blöd. Ich hab das Wasser steigt jetzt weiter. Antifa, komm. Das schaffst du, Antifa. Na, Leute! Ja, sei fleißig. Da. Komm mal tiefer, ja. Schaffst das. Boah. Ist der blind, Alter. Okay, dann gehe ich dort halt drauf. So, ich bin drauf. Einmal aktivieren. Okay, jetzt musst du dort oben den Kran dort bewegen. Der Kran muss ganz links hin. Wir brauchen nämlich C4. Okay, ich bewege den Kran, okay. Ihr besiegt die Gegner, ich bewege den Kran. Warum sage ich eigentlich ihr? Antifa hört das ja gar nicht. Kannst aber mir sagen, Digga. Ja. Aua, Junge, ich bin tot. Ich habe gerade 5 Raketen in die Fresse bekommen. Mach weiter. Es ist fast ganz links. Oh, noch ein paar Meter. Antifa springt schon. Ja, gleiches Ganze. Bruder Antifa, pass auf, da ist ein Raketenwerfer-Typ. Oh nein, oh. Junge, der Typ ist so blöd. Wann ist denn hier Stopp? Jetzt Stopp. Ja, jetzt Stopp. So, ganz behind. Es ist wie ein Kind, wird das Babysitten mit dem, Digga. Wir können ihn aber noch nicht heilen. Wir müssen erstmal den Typen dort oben killen. Aua, ich bin mit dem. Versuch's ja grad. Er ist tot. Geil. Gut, jetzt können wir rauf. Oh. Oh nee, die Schüsse. Jetzt habe ich eine andere Waffe aufgesammelt. Okay,
Ich geh zuerst. Antifa, keine Sorge, wir stehen das durch. Und ich hole das C4. Pickup Bradshaw. Okay, jetzt muss einer von euch den Kran wieder steuern. Weil wir müssen jetzt dort die Brücke dort kaputt machen. Mann, kletter doch hoch. So, komme ich da schon ran? Nee, ich komme noch nicht ran. Du musst weiter rechts den lenken, okay? Antifa, dort. Geh mal dorthin. Antifa, helf doch mal. Ich versuche die Gegner zu töten, ja. Oh, nicht runterfallen. Oh, Raketenwerfer-Typ. Irgendwo. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt kannst du Stopp machen. Stopp. Und nochmal platzieren. Okay, und jetzt weg. Weg, weg, weg. Oh nein, Antifa geht nicht dorthin. Oh, er lebt noch. Als ob er noch lebt. Der lebt noch. Scheiße, Mann, das glaube ich ja nicht. Junge, was für ein Naturtalent. Okay, Checkpoint, Checkpoint. Jetzt müssen wir wieder diese Türen öffnen und jetzt wird's richtig anstrengend. Jetzt kommen richtig viele Gegner. Ich mach wieder die Türen auf, okay? Ich muss erstmal mir Rüstung geben. Hier ist nämlich diese Kettensäge. Okay, alle bereit? Okay, ich mach. Gegner kommen jetzt überall. Ja, ich guck auf der Seite. Gut. So, Tür ist offen. Warte, lass mich kurz mich heilen wieder. Und lass kurz clearen. Oh nein, einer ist tot. Antifa, Alter. Kümmer dich um die Gegner. Wieso war ich am Nachladen? Das Magazin war ja noch voll. Alter, ich hasse dieses Spiel manchmal. Ja, es gibt ja auch keinen Reload-Cancel und so, Alter. Okay. Soll ich machen? Die nächste Tür? Oh, da kommen Gegner. Mhm. Bei mir kommen Gegner. Oh. Ja, geil, die haben ja gar nichts gebracht. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Ich bin gleich da. Bruder! Ist das ein Scheiß? Stay with me. Hier vorne, wo ich noch schneiden muss, die Tür, sind auch noch Gegner. Diese Platten sind aber so schnell weg, Digga. Ich kann da nichts machen. Okay, ich bin bereit. Soll ich schneiden? Hier vorne sind auch noch Gegner. Am besten du nimmst hier die Claymores und setzt sie hier drauf, weil hier sind Claymores. Okay, ich mach. Gegner kommen auch von hinten. Nein, du bist tot. Warte, aber ich schaff das noch. Ich hab keine Molotovs mehr. Okay, ich hab's geschafft. Nein, geh weg! Warte kurz. Nein, die kommen überall! Willst du mich verarschen? Ich hatte keine Chance. Ich hätte warten sollen. Oh Gott. Ich kam ja überall. Wie lange ist mir? Oh, ich fühle mir ja schon 3 Stunden. Krass, Digga. Eigentlich wollte ich heute alle schaffen, aber das wird, glaube ich, zeitlich nicht. Da muss ich die wirklich aufteilen. Aber egal. Okay. Sag, wenn ich machen soll. Soll ich? Okay. Gut, mach. Okay.
Die fesseln mein Schild so schnell weg. Nein, der andere ist geliebt. Willst du mich verarschen? Deine Mutter, Junge. Okay, aber ich hab's geschafft. Okay, geh mir erstmal weg, geh mir erstmal hier weg. Vielleicht schaffen wir das noch zu zweit. Keine Ahnung. Hoffentlich. Wir probieren es einfach mal. Okay. Ich mach mal C4 an den Anfängen. Hier C4. Wenn wir das noch zu zweit schaffen, dann ist... Ja, eigentlich nicht. Bruder. Bin gleich schon wieder down. Diese Platten, Digga. Bruder, was hat der denn immer für Schäde? Okay, ich mache hier auch nochmal C4. Vor dem Baum habe ich nur zwei Platten-Slots. Ich habe drei, aber irgendwie zählt es als zwei. Soll ich mal machen? Ich mach mal. Oh, ah ne, da kommen auch noch welche. Okay, jetzt mach ich einfach mal. Okay, ich brech ab. Schnell in den Raum. Oh nein, Schildtyp. Scheiße. Pass auf, Schildtyp. Nein. Ich hab keine Molotovs, Digga, was... Oder warum ist der Typ weggegangen? Anstrengend. Das ist so stressig, weil die haben alle richtig fette Armorplatten. Okay, ich säg mal ein bisschen weiter. Ich hab keine Armorplatten mehr. Oben gibt's welche. Ja, aber ich kann dich ja nicht immer allein lassen wieder. Ich hab gleich. Okay, gleich 3, 2, 1 und hoch. Schnell, weil es kommt noch ein Juggernaut. Gut. Nimm hier Munition. Ich glaube, hier oben kommt keiner mehr. Ich brauche meine zweite Waffe, warte. Juggernaut kommt gleich. Da ist er. Oh mein Gott, da ist er direkt. Ist er tot? Okay. Weiß nicht. Sieht aus. Da sind noch. Ah, das sind drei Juggernauts. Also Nummer zwei. Okay, einer ist noch mal weg. Zweiter auch gleich. Zweiter ist tot. Okay, perfekt. Ich muss hier diese Dings auffüllen, warte. Changing mag. Okay, ich clear mal hier. Okay, perfekt. Ich hole noch Molotovs. So. Zu geil, Digga. Sieht aus, als hätte ich es geklärt. Jawohl, wir haben es geschafft. Hier ist die Tür. Perfekt. Schnell. Ich will das endlich vorbei haben. Bitte mach auf. Ja! Ja! He's down! Bruder! Negative. Room freak. High speed fuse. Charges on the walls. We gotta move. It's locked. Charges safe. No threat. Where are... Drop your weapons. All of you, now! Laura, put it down. شكرا اخدين.